sollten es nicht unterschätzen, dass unsere Demokratie davon lebt, mitzumachen und die demokratischen Organisationen zu stärken. Und die AfD hat leider einen antidemokratischen Kern und deshalb ist sie auch eine Gefahr für die Demokratie. Ich werde in Hiltrup gegen die AfD protestieren, weil sie ein rückschrittliches und anti-emanzipatorisches Frauenbild vertritt. Die AfD setzt sich gegen alles ein, was die feministischen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten errungen haben. Sie möchte einem Prinzip, dass Frauen zurück an den Herd gehen. Deswegen finde ich es wichtig, gegen die AfD zu protestieren und hoffe, dass ganz viele Leute mitmachen. Am 8.8. will die AfD in Hiltrup in Münster ihren Wahlkampfauftakt feiern. Ich werde dagegen protestieren, weil die AfD eine Partei ist, die nur Scheinlösungen anbietet, die anstatt Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, lieber Flüchtlinge bekämpfen will, Menschen, die vor Not und Elend geflohen sind. Das ist unmenschlich und das wollen wir hier nicht. Und mit Jörg Meuthen kommt ausgerechnet jemand nach Münster, der auch noch den AfD-Nazi Björn Höcke verteidigt, nachdem er seine Rede gehalten hat und da die Gedenkkultur abschaffen wollte. Das geht nicht. Ich finde, wir müssen weiter gegen diese AfD kämpfen und deswegen hier auf die Straße. Wir brauchen die AfD nicht im Rathaus in Münster. Wir brauchen die AfD auch nicht in Schulen, in Außenstadtteilen. Und wir brauchen sie erst recht nicht in Hiltrup, wo vor noch nicht allzu langer Zeit im Flüchtlingsheim mehrfach gebrannt hat. Und ich hätte mir auch sehr gewünscht, wenn unser linker Ratsantrag durchgekommen wäre und eine Mehrheit gefunden hätte, der zumindest 3 Monate im Vorfeld von Wahlen die Vergabe an Parteien von öffentlichen Räumen ausgeschlossen hätte. Der lokale AfD-Spitzenkandidat Martin Schiller ist jemand, der wirklich getrieben ist vom Hass gegen Flüchtlinge, der wirklich versucht, hier eine rechte Formierung aufzubauen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir alle mit allen Kräften versuchen, eben dort klare Kante zu zeigen gegen Rassismus. Und ich bin sicher, das wird uns auch gelingen.